Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr Handyspiele auf eurem PC spielen könnt. Ihr gebt hier einfach in der Suche oben ein BlueStacks. Dann geht ihr hier drauf. Ich werde das Ganze auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Und dann geht ihr hier auf BlueStacks herunterladen. Nachdem ihr euch die App installiert habt, öffnet ihr sie einmal, indem ihr Doppelklick auf die App macht. Das Ganze lädt dann kurz und wir sehen uns gleich wieder, wenn die App gestartet hat. So Leute, die App hat jetzt geladen. Bei euch müsste es genauso aussehen wie bei mir, nur dass die ganzen Spiele hier halt nicht existieren. Ihr habt hier einmal einen Sale, also wo ihr was kaufen könnt von denen. Das interessiert uns aber nicht. Wir gehen hier ganz normal auf Google Play Store, einmal öffnen. So Leute, ihr könnt dann einfach hier oben in die Suche euer Spiel eingeben. Ich nehme jetzt einfach Brawl Stars. Dann drückt ihr ganz normal hier auf Herunterladen, also Installieren. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon starten, indem ihr hier auf Öffnen geht. Oder ihr geht hier oben auf euer Symbol, was hier als Spiel erscheint, und klickt einmal hier drauf. Ich öffne es jetzt hiermit, drücke hier auf Öffnen. Hier habt ihr auf jeden Fall die verschiedenen Tabs. Ihr könnt hier zum Beispiel den Google Play Store Tab schließen. So, jetzt habt ihr hier das Spiel, aber ihr möchtet das Ganze natürlich noch im Vollbild haben. Wie ihr das Ganze macht, ist ganz einfach. Ihr geht hier einfach kurz auf Einstellungen, dann geht ihr hier auf Querformat und geht auf Benutzer definiert. Könnt ihr hier eure Breite und die Höhe einstellen. Dann, was auch ganz wichtig ist, wenn ihr hier auf Energie geht, könnt ihr hier einmal eure Grafikkarte auswählen, mit der ihr das Ganze machen wollt. Wenn ihr ein bisschen runter scrollt, könnt ihr hier noch auswählen, für wie viele Kerne euer Prozessor und wie viel Arbeitsspeicher ihr verwenden wollt. Hier kann man einmal 4 Kerne und 3000 MB Arbeitsspeicher machen. Oder 2 Kerne, 2000 MB Arbeitsspeicher oder ein Kern mit 1000 MB Arbeitsspeicher. Ich lasse das Ganze auf 2 Kern und 2000 MB Arbeitsspeicher. So war es bei mir auch schon von Grund auf eingestellt. Und so fand ich es bis jetzt eigentlich auch in Ordnung. FPS könnt ihr hier einstellen. Ich spiele immer auf 60. Das passt bei mir. Und ja, wie stark euer PC ist, müsst ihr das halt angleichen und ihr könnt halt auch ausprobieren, was für euch am besten ist. Dann schließt ihr das Ganze, also übernimmt das Ganze, dann geht ihr hier einfach auf jetzt neu starten, dann muss das Programm neu gestartet werden. Bei mir ist es jetzt schon so, weil ich das schon so eingestellt hatte. Dann drückt ihr hier auf, ganz wichtig, Lautstärke könnt ihr hier einstellen, wie laut euer Spiel sein soll. Und dann zu guter Letzt drückt ihr hier auf Vollbildmodus wechseln. Da drückt ihr einmal drauf, zack, und ihr habt ein Vollbild. Dann ist alles ganz normal wie auch auf dem Handy. Ihr könnt hier ganz normal auf Spielen drücken. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du gerne eine positive Bewertung da lassen. Vergesse nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dass du kein weiteres Video bzw. den nächsten Livestream nicht mehr verpasst. Und dann hätte ich gesagt, haut rein, ciao, dein Action Wolf. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.